بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heute, liebe Geschwister, machen wir mit dem fünften, mit der fünften Säule weiter, mit dem fünften Rücken, und zwar der Iman an den letzten Tag, auf Arabisch al-Yawm al-Akhir. Und darüber werden wir uns inshallah sowohl heute als auch morgen unterhalten, bi'idhnillahi ta'ala. Der Iman an al-Yawm al-Akhir, das ist der letzte Tag, gehört zu den Säulen des Iman, und insofern wissen wir auch, dass hier das Urteil darüber lautet, dass der Iman daran wajib ist, verpflichtend ist. Und in vielen Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird diese Säule des Iman so sehr betont, dass sie quasi wie die zweitwichtigste Säule ist. Sie ist fast, man kann sagen, sie ist die zweitwichtigste. Warum? Weil der Prophet a.s. öfter gesagt hat, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll das und das machen. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Warum? Weil genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala unser Schöpfer ist, und das die Wichtigkeit dieses Glaubensartikels unterstreicht, ähnlich ist es mit dem jüngsten Tag in dem Sinne, dass der jüngste Tag der Grund ist, warum wir erschaffen worden sind, damit wir an diesem Tag zu Allah zurückkehren, und das wird unsere Heimkehr sein. Das heißt, wir kommen von Allah, und der letzte Tag ist eine Erinnerung daran, dass wir wieder zu ihm subhanahu wa ta'ala zurückkehren werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Mu'minun in Vers 115, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Habt ihr etwa gedacht, wir hätten euch zum sinnlosen Zeitvertreib erschaffen und dass ihr nicht zu uns zurückkehren würdet? Der letzte Tag, liebe Geschwister, ist der letzte Tag der Tage des Diesseits. An diesem Tag beginnt die Welt zu enden, wie wir sie kennen. Und es werden alle lebendigen Menschen sterben. Und die Erde wird in eine andere umgewandelt werden, und Allah subhanahu wa ta'ala wird die Schöpfung vom Neuen entstehen lassen, und er wird alle Menschen auferwecken, und er wird allen Menschen das Leben wieder einhauchen, ein zweites Mal, und danach wird die Versammlung stattfinden, und dann wird die Rechenschaft abgelegt werden müssen. Jeder Mensch muss das machen, liebe Geschwister. Und der Iman an den jüngsten Tag, der wird im Koran al-Karim an zahlreichen Stellen erwähnt, aber verschiedenartig. Einmal verbindet Allah subhanahu wa ta'ala diesen jüngsten Tag oder diesen letzten Tag mit dem Iman. Allah sagte, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Er sagt, die Güte bedeutet vielmehr, an Allah zu glauben und an den jüngsten Tag. Und so hat er hier diesen Iman an den jüngsten Tag an zweiter Stelle erwähnt. Vor den Engeln, vor den Büchern, vor den Propheten. Zweitens, der Koran al-Karim betont die Wichtigkeit des Iman an den jüngsten Tag, an den letzten Tag, dadurch, dass er diese Angelegenheit so oft erwähnt, dass kaum eine Sura nicht davon spricht. Und dass kaum eine Sache, die im Koran erwähnt wird, nicht im Zusammenhang steht mit dem jüngsten Tag. Drittens, die Wichtigkeit wird betont dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala viele Namen erwähnt. Denn diese vielen zahlreichen Namen, genauso wie wir gelernt haben bei Allah subhanahu wa ta'ala, seine vielen Namen weisen auf seine vielen Eigenschaften hin. Und ebenso auch beim jüngsten Tag, diese vielen Eigenschaften weisen auf die verschiedenen Eigenschaften dieses Tages hin. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen jüngsten Tag oder diesen letzten Tag viele Namen gegeben. Unter anderem Yawmul Ba'ath. Das ist der Tag der Auferweckung. Allah sagt in Surat Ar-Rum, Vers Nummer 30, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ. Diejenigen, die das Wissen gehabt haben und Iman, sie werden sagen, ihr habt verweilt gemäß dem Buche Allahs bis zum Tag der Auferweckung. Dazu ein zweiter Name ist Yawmul Qiyamah, der Tag der Auferstehung. Allah sagte in Surat Az-Zumar,
Vers Nummer 60. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. Und am Tag der Auferstehung wirst du diejenigen sehen, wirst du diejenigen, die über Allah gelogen haben, sehen, dass ihre Gesichter schwarz sind. يَوْمُ السَّاعَةِ, der Tag der Stunde, das ist auch in Surat Al-Qamar, im ersten Vers Allah sagte, اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ. Die Stunde ist nahe gerückt und der Mond hat sich gespalten. Und auch hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Tag als Al-Akhirah, das Letzte oder das Jenseits bezeichnet. Allah sagte in Surat Al-A'la in den Versen 16 und 17, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Vielmehr zieht ihr das diesseitige Leben vor, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Das Nächste oder das Jenseits ist aber besser und beständiger. Ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala es genannt, Yawmuddin, Malik Yawmuddin. Yawmuddin ist der Tag der Religion oder der Tag des Gerichtes. Und dafür steht dieser Begriff Ad-Din. Und es gibt viele weitere Ayat, viele andere Namen, Al-Hisab, Al-Khulud, Al-Fath, Al-Taraq. Und ich werde jetzt einige dieser auch erwähnen. Und zwar Al-Hisab ist die Abrechnung, das ist der Tag der Abrechnung. Al-Khulud, Yawm al-Khulud, das ist der Tag der Ewigkeit, weil nach diesem Tag gibt es keinen Tod mehr. Und Yawm al-Fath, es ist der Tag der Befreiung. Die Gläubigen werden einen Sieg erringen, oder der Tag des Sieges, weil die Gläubigen einen gewaltigen Sieg erringen werden. Yawm al-Talaqi. Yawm al-Talaqi ist der Tag der Begegnung. Das ist der Tag, an dem die Menschen ihren Schöpfer begegnen werden. Yawm al-Tarabun, das ist der Tag der Übervorteilung, weil die gläubigen Menschen, sie erhalten alles, was die Kuffar eigentlich erhalten hätten, wenn sie Gläubige gewesen wären im Paradies. Und das ist Yawm al-Khuruj, das ist der Tag, an dem die Menschen hervortreten werden aus ihren Gräbern. Wa Yawm al-Hasra, das ist der Tag des Jammers. Wa Yawm al-Tanada, das ist der Tag des sich gegenseitigen Rufens. Die Paradiesbewohner werden die Höllenbewohner rufen und umgekehrt. Wa Yawm al-Azifa, das ist der Tag, der nahe rückt. Denn Azifa auf Arabisch heißt Taruba, nahe rücken. Und es ist Yawm al-Tammah, das ist der Tag des Unglückes, der Tag des gewaltigen Unglücks. Und al-Tammah wurde auch ausgelegt als der zweite Stoß in die Posaune. Wa Yawm al-Sakha, al-Sakha, das Wort auf Arabisch Sakha bedeutet, ist das Geräusch, das entsteht dadurch, dass man Eisen auf Eisen schlägt. Das heißt, es ist ein lautes Geräusch, wie ein Schrei, der Tag des lauten Schreis. Wal-Haqqah, Al-Haqqa kommt von Wort Haqqa, das heißt eintreffen bzw. sich bewahrheiten. Das ist der Tag, an dem sich das bewahrheiten wird, was die Gesandten schon seit Anfang ihrer Entsendung den Menschen angedroht haben und verkündet haben. Und es ist Al-Rashiyah. Al-Rashiyah ist die Überdeckende, denn sie wird jeden Menschen einholen. Kein Mensch und kein Tier und kein Djinn kann davor fliehen. Es wird sie alle überdecken. Es wird sie alle einholen. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah kommt vom arabischen Wort Waqi'a. Waqi'a bedeutet das Ereignis. Das heißt, es ist der Tag, an dem das Ereignis eintreffen wird. Auch die Ereignisse, die unsere Gesandten immer wieder den Menschen angedroht haben. Und insofern gibt es viele Namen für diesen Yawm al-Qiyamah, für diesen Tag der Auferstehung. Und das weist darauf hin, dass es dort, jeder dieser Name hat eine bestimmte Bedeutung, wie wir gerade eben erklärt haben. Und bedeutet auch, dass der Tag der Auferstehung verschiedene Phasen wird der Mensch an diesem Tag durchmachen müssen. Der letzte Tag wurde er genannt, Al-Yawm al-Akhir, weil es nach diesem Tag keinen weiteren Tag in diesem Leben mehr geben wird. Das Diesseits wird, so wie wir es kennen, zu Ende sein. Der Mensch geht insgesamt in seiner Schöpfung bestimmte Phasen durch. Er geht 5 Phasen durch. Die erste Phase war, bevor er erschaffen worden ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Surat al-Insan, Vers Nummer 1, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes war? Entweder war er nichts Nennenswertes, weil er aus Ton war, Erde war, oder im Embryo war, das ihn noch keinen interessiert hat. Oder er war nichts Erwähnenswertes, und insofern, das ist die erste Phase, bevor der Mensch sozusagen auf diese Welt gekommen ist. Die zweite Phase ist der Mensch im Bauch seiner Mutter, die Schwangerschaft.
Allah subhanahu wa ta'ala berichtet davon im Koran an mehreren Stellen, unter anderem Surat al-Zumar, Vers Nummer 6. Die dritte Phase ist das Diesseits, Ad-Dunya. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Nahl, Vers Nummer 78, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah ist es, der euch aus den Bäuchen eurer Mütter hervorgebracht hat, während ihr gar nichts wusstet, und er hat euch Gehör und Augen und Herzen gegeben, auf das ihr dankbar sein möget. Die vierte Stufe ist die Stufe, die man auf Arabisch Al-Barzakh nennt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Mu'minun, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Hinter ihnen wird ein Hindernis sein, bis an den Tag, da sie auferweckt werden. Und das heißt, es ist die Phase nach dem Tod des Menschen, bis er auferweckt werden wird, يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Auferweckt werden wird, das heißt, oder dieses Hindernis ist, nennt man auf Arabisch Barzakh, hindert nämlich die Menschen daran, in das Diesseits wieder zurückzukehren. Ein Barzakh auf Arabisch und auch Hajiz, für die Leute, die Arabisch kennen. Danach, liebe Geschwister, fängt die fünfte Phase des Menschen an, und das ist die Marhalatul Akhirah, das ist die letzte Phase, und das ist die Phase des Jenseits, und das ist das eigentliche Ziel und das eigentliche Ziel des Menschen, wo er also hingelangen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Mu'minun in den Versen 15 und 16, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Hiernach werdet ihr wahrlich sterben, und danach werdet ihr wahrlich am Tag der Auferstehung auferweckt werden. Warum ist es so wichtig, oder warum hat der Koran al-Karim viele Worte sozusagen verloren in Bezug auf, also verloren sagt man im Deutschen, geopfert, oder Worte beschäftigen sich mit dem Glauben an den letzten Tag. Erstens einmal, wie wir gesagt haben, weil das natürlich das wesentliche Ziel des Menschen ist. Das ist seine letzte Stätte, wo er hinkommen wird, wo jeder von uns hinkommen wird. Und wir alle befinden uns jetzt gerade in der dritten Stufe. Wir alle Lebendigen befinden uns in der dritten Stufe. Die bereits gestorben sind in der vierten. Und eines Tages wird die fünfte ebenfalls eintreffen. Und subhanallah, diese fünf Stufen, die ersten vier, jeder von uns weiß, dass sie wahr sind. Jeder von uns weiß, dass er, bevor er da war, war er nicht da. Und jeder von uns weiß, dass er ziemlich genau 9 Monate im Bauch seiner Mutter verbracht hat. Manche weniger, manche mehr. Und jeder von uns weiß, dass er jetzt gerade da ist. Außer manche ganz verrückten Menschen, die glauben nicht mal an sich selbst. Und jeder von uns weiß, dass er, wenn er gestorben ist, wird er nicht mehr zurückkehren. Und es bleibt nur noch dein Iman an diese fünfte Stufe, dass eines Tages Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie er dich hierher gemacht hat, genauso wird er dich eines Tages wieder lebendig machen. Ein weiterer Grund, warum der Koran al-Karim über diese Sache, die niemals in Zweifel gestellt worden war, also von Anfang an war klar, seit Adam a.s. war klar, dass er, als er das Paradies verlassen musste und auf der Erde leben musste, es war klar, dass er nur für begrenzte Zeit hier leben wird, weil sein eigentlicher Platz ist oben und nicht hier unten. Und deswegen war für ihn klar, er wird leben und sterben, dann wird er wieder zurückkehren, wo er vorher gewesen ist. Nur im Laufe der Zeit gab es dann Menschen, die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala in Frage gestellt haben und angefangen haben zu leugnen, dass diese Sache stattfinden wird. Und deswegen, weil es eben Menschen gibt, die das leugnen, und in erster Linie die Mushrikun der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie leugnen die Auferstehung. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Jathiyah in der Ayah 24, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Barakallahu. Entschuldigung. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. Das heißt, sie sagten, es ist nur unser diesseitiges Leben. Wir werden sterben und wir leben in diesem Leben, und nichts wird uns sterben lassen, nichts wird uns vernichten, außer der Zeit. Und das Wort Zeit auf Arabisch heißt Dahr,
Und deswegen nennt man diese Leute Dahriyun, die denken, dass die Natur ist das, was einen leben lässt und das, was einen eines Tages sterben lassen wird. Und sie haben sozusagen ihren Gottersatz in der Natur gesehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie zum Islam leiten. Allah sagte subhanahu wa ta'ala als Argument dazu, weil diese Aussage, liebe Geschwister, sie verdient es nicht viel, dass man darüber lange diskutiert, weil diese Leute, jemand, der so etwas sagt, die Antwort lautet, wie Allah sagte, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Sie haben darüber gar kein Wissen. إِنُهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Sie machen eine Vermutung. Das heißt, die Leute, ja, die glauben an, dass die Natur diejenige ist, die das sozusagen alles leitet und macht und weiß nicht was, aber sie reden ohne Wissen. Das sind nur Vermutungen, die sie in ihrem Kopf haben, um einen Gottersatz zu haben. Menschen. Insofern, sie wissen doch, dass es falsch ist. Weil sie machen die Vermutung von sich selbst aus. Und wir wissen, dass es falsch ist, weil Allah es uns gesagt hat. Also warum soll man damit sehr viel Zeit verbringen? Deswegen darf man sich nicht zu sehr leiten lassen, dass man denkt, diese Leute, ja, vielleicht sind sie wirklich davon, ertüchen sie überzeugt von dem, was sie sagen, oder sie sind nicht überzeugt von dem, was sie sagen. Auf jeden Fall fußt beides auf Vermutungen, auf Vorstellungen, Fantasien, aber nicht auf fest gegründeten Wissen. Ein weiterer Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala über diese Angelegenheit der Yawm al-Akhir einige Worte gesprochen hat im Koran al-Karim, ist, weil das Volk der Schrift, sie glauben zwar an diesen Tag, aber ihr Glaube ist darüber unvollkommen. Wenn wir uns zum Beispiel den Glauben der Christen uns anschauen, sie glauben an den Erlöser. Sie glauben, dass Jesus a.s. sie eines Tages erlösen wird, solange sie nur an ihn glauben und an seine Kreuzigung und so weiter und so fort, die niemals stattgefunden hat. Das heißt, sie glauben, sicher zu sein, im Jenseits erfolgreich zu sein. Und das ist der falsche Glaube, weil Allah subhanahu wa ta'ala wird ja um al-Qiyamah die Waagschalen für jeden Menschen aufstellen. Und dann wird ihr Glaube an diese Dreifaltigkeit in die Waagschalen gelegt werden. Und siehe da, es wird an der rechten Seite überhaupt nichts ausmachen, sondern es wird nur die linke Seite herunterdrücken. Ja? Und ihr Glaube war aber, dass dieser Glaube sie erlösen wird vor jeglicher Sünde, die sie gemacht haben. Insofern ist ihr Glaube am jüngsten Tag unvollkommen. Weil der Glaube an jüngsten Tag beinhaltet auch, dass man errettet werden wird nach der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala durch zwei Dinge. Erstens durch den Iman und zweitens durch die rechtschaffene Tat al-Iman wal-Amal al-Salih. Ansonsten gibt es auch Menschen, die glauben, aufgrund Verwandtschaftsbeziehungen errettet zu werden. Auch diese Sache geht nicht. Yawm al-Qiyamah gibt es keine Verwandtschaft mehr unter den Menschen. Das heißt, diese Verwandtschaft wird nichts mehr nützen. Ebenso die Juden, ebenso, sie glauben auch an den Tag der Auferstehung, aber ihr Glaube ist auch wiederum unvollkommen. Denn sie sagten, لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً oder مَعْدُودَةً. Das heißt, sie sagten, uns wird das Höllenfeuer nur für eine gewisse Anzahl an Tagen treffen. Auch sie glaubten, dass dadurch, dass sie an das Judentum glauben, dass sie im Jenseits erfolgreich sein werden. Und dieser Glaube ist unvollkommen. Und der Glaube, und das ist das Gefährliche, man ist überzeugt von einer Sache, und eines Tages stirbt man und sieht, man war falsch, man lag falsch. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Botschaft des Islam die Menschen warnt und sie ausgebreitet wird an alle Menschen, soweit man dazu imstande ist. Dieser Iman an den jüngsten Tag, warum redet Allah subhanahu wa ta'ala darüber im Koran häufig? Weil es aus dem Leben eines Menschen einen Sinn macht. Es gibt dem Menschen einen Sinn zu leben, denn er lebt für ein Ziel und dieses Ziel, liebe Geschwister, muss immer größer sein, als du eigentlich bewältigen kannst, damit du danach strebst, Zeit deines Lebens, logischerweise. Weil wenn dein Ziel in deinem Leben etwas Diesseitiges ist, dann, sobald du es erreicht hast oder sobald du weißt, dass du es nicht mehr erreichen kannst, wirst du aufgeben, ja? Und manche nehmen sich sogar das Leben. Okay? Aber wenn dein Ziel Allah subhanahu wa ta'ala ist, nach diesem Leben also, dann wirst du Zeit deines Lebens, dein Leben investieren in die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Iman an den jüngsten Tag, das ist der Pfeiler, liebe Geschwister, nach dem Iman an Allah, der auch das Zusammenleben reguliert zwischen den Menschen. Denn wenn du glaubst daran, dass du eines Tages auferstehen wirst und dass du zur Rechenschaft gezogen wirst für das, was du gemacht hast, dann, egal wie mächtig du in diesem Leben bist, egal wie viel Macht du in diesem Leben hast,
egal wie viel Einfluss du hast auf die anderen Menschen, du wirst trotzdem wissen, oh, es gibt jemand, der ist mächtiger als ich. Und es gibt jemand, der ist noch. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er einmal gesehen hat, wie ein Mann seine Sklavin geschlagen hat, dann hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam, wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala mächtiger ist über dich, als du über deine eigene Sklavin. Ja? Und deswegen dieser Iman an den jüngsten Tag, das ist sozusagen das, was den Gesellschaften fehlt, indem es alles reguliert ist. Das heißt zum Beispiel, in vielen Ländern, die Leute, die nicht an Allah am jüngsten Tag glauben, es gibt zwar viele Regelungen, sie regeln das Zusammenleben, es gibt auch viel Ordnung. Ja? Wie zum Beispiel hier, es gibt Ordnung in diesem Land. Aber diese Ordnung ist gewährleistet, solange man sich nicht erwischen lässt. Okay? Und deswegen viele Menschen, solange sie nicht sozusagen gesehen werden, betrügen sie. Hinterziehen sie Steuern zum Beispiel. Ja? Viele Leute machen das. Warum? Weil sie nicht beobachtet werden in diesem Moment. Aber wenn sie wüssten, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie sieht, das wäre etwas anderes. Dann werden sie nicht etwas Verbotenes machen, während sie nicht gesehen werden. Ja? Weil sie wissen, es gibt immer jemanden, der sie sieht. Insofern, liebe Geschwister, ist dieser Iman an den jüngsten Tag das, was den Leuten sehr fehlt, am meisten fehlt. Der Iman an den jüngsten Tag ebenfalls bringt dich dazu, ein guter Mensch zu werden. Er bringt dich dazu, Gutes zu tun, ohne Gegenleistung dafür zu erwarten. Allah bringt uns das bei in Surat al-Insan, dass der Mensch, wenn er etwas macht für Allah subhanahu wa ta'ala, dann soll er auch nicht den Dank der Menschen erwarten. Und ihr wisst ja, wie es ist, wenn einer einem anderen in diesem Leben etwas Gutes tut, dann macht er das manchmal und er erwartet eine Gegenleistung. Und jeder von uns weiß, dass wenn jemand dir etwas Gutes tut und du weißt, dass er eine Gegenleistung erwartet, dann ist dieses Gutes tun eigentlich nur eine Last für dich. Wie eine Person, die dich einlädt zum Essen und nachher, du weißt genau, er erwartet, dass du ihn auch mal einlädst zum Essen. Dann genießt du diese Einladung eigentlich gar nicht mehr so sehr. Es sei denn, du magst den Bruder sehr. Aber in der Regel, das ist leider öfter diese Art von Verpflichtung, die es in der Gesellschaft teilweise gibt. Aber wenn du weißt, dass dein Bruder das gemacht hat, weil er die Belohnung eines Fastenden bekommen möchte, indem er dir zu essen gegeben hat, und er hat kein anderes Ziel außer diesem, dann gehst du gerne zu ihm hin, sogar mit der Absicht, dass er die gleiche Belohnung bekommt wie du. Richtig? Und insofern, liebe Geschwister, ist der Iman an den jüngsten Tag derjenige, der wirklich für das gute Zusammenleben unter den Menschen sorgt. Ebenso sorgt er dafür, dass man die verbotenen Dinge unterlässt, die wir bereits gesagt haben. Die nächste Frage in Bezug auf Al-Yawm Al-Akhir, den jüngsten Tag, den letzten Tag, ist, wann findet der letzte Tag statt? Das ist eigentlich die Frage aller Fragen. Sie ist auf der einen Seite sehr, sehr interessant, diese Frage, und jeder würde sie gerne wissen. Und auf der anderen Seite ist die Frage eigentlich absolut irrelevant. Warum ist es interessant? Interessant ist sie, weil dann wüsste man, wann sein Leben zu Ende sein wird. Aber absolut irrelevant ist es, weil jeder Mensch von uns, sobald er gestorben ist, sind seine Taten beendet und abgeschlossen. Fertig. Er wird nichts mehr Neues machen können. Insofern ist es eher wichtig zu wissen für dich, wenn überhaupt, wann du stirbst, als das, wann der Tag der Auferstehung stattfinden wird. Wie dem auch sei, die Stunde, das heißt, wann der Tag der Auferstehung eintreffen wird, wann Israfil den Befehl bekommen wird, in die Posaune zum ersten Mal zu stoßen, sodass diejenigen im Himmel und in der Erde sterben, außer denen, die Allah will, das ist eine Angelegenheit, die Allah subhanahu wa ta'ala für sich selbst behalten hat, für sich selbst geheim gehalten hat. Es gibt kein Geschöpf, nicht einmal ein Prophet, nicht ein Nabi, nicht einmal ein Rasul, ein Gesandter, nicht einmal ein Engel und auch nicht die nahestehenden Engel, keiner von ihnen weiß, wann der Tag der Auferstehung stattfinden wird. Und es gibt nämlich fünf Dinge, die niemand weiß außer Allah, und das ist in Surat Luqman, Vers Nummer 34, und eines davon ist eben der Tag der Auferstehung, wann er eintreffen wird. Auch die Menschen haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةَ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذَكْرَاهَا. Also sinngemäß, sie fragen dich nach dem Tag der Auferstehung, wann wird er sein? Und auch unser Prophet
sallallahu alaihi wasallam wusste davon nicht Bescheid. Diese Aya ist am Ende von Surat Al-Nazi'at. Und auch in Surat Al-A'raf findet sie sich wieder. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, inna allaha indahu ilmu sa'a. Wahrlich, Allah, bei ihm ist das Wissen um die Stunde. Niemand weiß es, außer Allah azza wa jal. Und es gibt im Laufe der Geschichte der Menschheit, gab es immer wieder Menschen, die angekündigt haben, wann der Tag der Auferstehung sein soll. Und auch vor kurzem, liebe Geschwister, vor einigen Monaten, hat auch wieder ein paar Verrückte haben gesagt, der Tag darf ich, wird stattfinden, und haben die Menschen gewarnt und gewarnt. Und ich frage mich nur, wieso bleiben die Leute Anhänger einer solchen Religion, die gelogen hat und bewiesen hat, dass sie gelogen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Wenn man nicht weiß, soll man schweigen. Kein Mensch weiß. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass der Tag der Auferstehung nahe gerückt ist. Das wissen wir. Darauf hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufmerksam gemacht, dass der Tag der Auferstehung keine Sache ist, die noch sehr, sehr lange andauern wird, sondern sehr nahe gerückt. Und wenn dies vor 1400 Jahren war, dann erst recht, natürlich in der Zeit, in der wir uns heutzutage befinden. Aber wann, weiß niemand. Aber was wir wissen, ist, dass wenn jemand sagt, der Tag, glaube ich, wird morgen stattfinden oder eine Woche, weil er gelogen hat. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns auch die großen Vorboten angekündigt hat, die stattfinden müssen noch vor dem Tag der Auferstehung, die 10 großen. Und deswegen kann es nicht sein, dass so etwas morgen und übermorgen oder nächstes Jahr oder in 5 Jahren schon stattfindet. Aber wie gesagt, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wann die Sonne im Westen aufgehen wird, denn dann wird das Tor der Tauber geschlossen, das ist wichtig. Und wann der Mensch stirbt, das weiß niemand, beides weiß niemand. Insofern soll der gläubige Mensch immer vorbereitet sein auf seinen Tod. Das erste, liebe Geschwister, was nach dem Tod aller Menschen und nach der Phase im Grab stattfinden wird, die Phase im Grab bespringen wir. Wir reden über den Yawm al-Qiyamah, weil unsere die Säule, die eine der 6 Säulen des Iman ist der Glaube an den Tag der Auferstehung. Das erste, womit dieser Tag sozusagen eingeleitet wird, ist, dass der Mensch wieder zum Leben auferweckt wird. Allah subhanahu wa ta'ala wird den Körper wieder zurecht formen und er wird ihm diese Seele wieder einhauchen, aber auf eine Art und Weise, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Niemand von uns weiß, wie das geschehen wird. Allah sagte in Surah Al-Waqi'ah, Vers 61 und 62, وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. Wir werden euch in einem Zustand entstehen lassen, den ihr nicht kennt. Und manche Tafsir-Gelehrten haben darauf hingewiesen, dass hier gemeint ist, dass die Menschen auferstehen werden, entsprechend dem, was sie getan haben. Manche, wal'iyadhu billah, als Affen und Schweine, aufgrund dessen, was sie in diesem Leben vorgeschickt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala zum Koran auch berichtet, dass Menschen auferstehen werden, mit ihren Gesichtern nach hinten gedreht und nicht nach vorne und vieles andere, was uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim berichtet. Das heißt, wir werden auferstehen, aber auf eine Art und Weise, nur wie Allah subhanahu wa ta'ala sie kennt und kein Mensch kennt sie. Und deswegen sei man auf diesen Tag vorbereitet. Für diesen Tag oder für diese Auferweckung gibt es aus dem Koran al-Karim zahlreiche Beweise. Und auch logische Beweise weisen darauf hin. Für diejenigen Menschen, der einen Verstand hat und darüber nachdenkt. Allah sagt in Surat al-Baqarah in Vers 56, ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Jenach werden wir euch nach eurem Tod wieder auferwecken, auf dass ihr dankbar sein möget. Allah sagte in Surat al-Taghabun, Surah Nummer 7, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. Diejenigen, die ungläubig sind, sie behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Sprich, doch, ich schwöre bei meinem Herrn, ihr werdet sicher auferweckt werden. Und danach wird man euch wirklich mitteilen, was ihr zu tun pflegtet. Und dies ist Allah ein leichtes. Ein leichtes, liebe Geschwister, warum werden wir gleich sehen.
Weil Allah Azza wa Jal gesagt hat in Surah Nummer, oder verrät erstmal was anderes, und zwar diejenigen Menschen, die den Tag der Auferstehung leugnen. Warum leugnen sie ihn? Weil sie die Allmacht Allahs und seine Gewaltigkeit nicht kennen. Sie kennen Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit seinen Namen und Eigenschaften. Sie wissen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß. Sie wissen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala allweise ist. Denn jemand, der daran glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem fähig ist, der hat kein Problem damit zu glauben an den Tag der Auferstehung. Und ob man es glaubt oder nicht, diese Sache mit dem Glauben an den Tag, mit dem Glauben an, dass Allah alles machen kann, das ist ein Glaube, liebe Geschwister, den haben wir gläubigen Muslime und manche Völker auch. Aber nicht jeder Mensch hat das, nicht jeder Christ hat das, nicht jeder Jude hat das. Und darüber berichtet uns von Allah im Koran sogar. Das heißt, das zu sagen ist eine Sache, aber davon überzeugt zu sein, dass es auch wirklich so ist, das ist eine andere Sache. Und manchmal widerspricht es sich, wie die Christen, die Juden, die gesagt haben, Inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah sagt über die Juden, sie haben gesagt, Allah ist arm und wir sind reich. Oder sie sagten, Yadullahi maghlula. Sie sagten, die Hand Allahs ist gefesselt. Weil sie wollen damit sagen, er ist geizig, weil er nichts hergibt. Ja? Und das ist, wie gesagt, ein Mangel an den Glauben, an die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. So eine einfache Sache, aber genau daran sind die Kinder Israels gescheitert. Und die Christen teilweise auch. Weil sie ja sagen, dass Allah sich ausruhen muss am siebten Tag. Das ist auch ein Mangel. Sie sagen, Gott der Allmächtige, aber gleichzeitig sagen sie, er ermüdet. Ja? Deswegen, dieser Glaube an die Allmacht, der muss natürlich auch sich zeigen in dem, was man sagt und sich nicht widersprechen mit anderen Aussagen. Ebenso, jemand, der nicht glaubt, oder wenn du jetzt jemanden fragen würdest, glaubst du, dass Gott weise ist? Glaubst du, dass Gott allweise ist? Glaubst du, dass Gott etwas Sinnloses macht? Dann wird er dir sagen, nein, von der Fitra her, von der natürlichen Veranlagung, er wird dir sagen, wie kann nicht sein, Allah macht was Sinnloses. Wenn ein Mensch was Sinnloses macht, wird man ihm sagen, du bist unvernünftig. Allah macht nichts Sinnloses. Tayyib. Wenn Allah nichts Sinnloses macht, wie sinnlos ist es denn, Himmel und Erde zu erschaffen für nichts und umsonst? Himmel und Erde erschaffen und Feuer und Paradies und Krankheiten in diesem Leben und Ärger und Qualen und Genuss, ja, und verbieten und erlauben. Stell dir mal vor, Allah sagt uns, das ist halal, das ist haram. Nachher am Endeffekt, wir alle sterben, alle sind gleich. Wo ist die Weisheit dahinter? Also ein Widerspruch zu dem Namen Al-Hakim, der Allweise, oder ist kein Widerspruch? Ein Widerspruch. Ja? Deswegen die Leute, die, wenn sie an Allah wirklich glauben, dann zwingt es dieser Glaube sie automatisch ebenfalls an den jüngsten Tag zu glauben. Weil sonst macht das Ganze gar keinen Sinn. Außerdem, liebe Geschwister, der Mensch selbst ist das größte Zeichen oder eines der großen Zeichen, dass der Tag der Auferstehung stattfinden wird. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns mitgeteilt, Quran, dass wir am Anfang waren wir tot. Es gab uns nicht. Wir waren nicht lebendig, bevor wir geboren wurden. Es gab uns nicht. Danach hat er uns lebendig gemacht. Danach lässt er uns wieder sterben. Dieser Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der dich erschaffen hat, der dich lebendig gemacht hat und dich jetzt hat sterben lassen. Seine Fähigkeiten, seine Eigenschaften, die sind immer noch da. Du glaubst, dass Allah diese Fähigkeiten besessen hat. Warum glaubst du, dass wenn er gestorben ist, dass diese Eigenschaft von ihm nicht mehr da ist? Nein, seine Eigenschaften, die sind immer noch da und er ist immer noch fähig, genauso wie er vorher fähig war, dich lebendig zu machen. Und deswegen sagt Allah, deswegen, wo ist die ganze Verwunderung, wie kann es sein, dass man sterben wird und danach wieder auferstehen wird aus Erde? Ja, wie kann das sein, wenn man zerfallen ist und zu Geweinen und Staub geworden ist und zur Erde? Wo ist die Verwunderung? Derjenige, der es zum ersten Mal gemacht hat, kann es auch zum zweiten Mal machen. Allah sagte in Surat Ar-Rum, diesbezüglich in der Ayah Nummer 27, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Er ist derjenige, der euch am Anfang gemacht hat und hierauf die Schöpfung wieder wiederholt. Und diese ist für ihn noch leichter. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Und diese ist für ihn noch leichter. Denn vorher war es aus nichts und jetzt ist es aus etwas. Und daraus darf man nicht verstehen, die umgekehrte Schlussfolgerung. Mafhum al-Mukhalafa würde nämlich bedeuten, dass die erste Schöpfung für ihn schwieriger war. Und das darf man nicht sagen.
Weil Allah subhanahu wa ta'ala, für ihn ist beides leicht. Und das eine ist für ihn noch leichter. Das ist das, was wir sagen. Deswegen sagen wir noch einmal, betonen wir, wenn es um Allah subhanahu wa ta'ala geht, dann soll man seinen Verstand nur einschalten, wenn es darum geht, zu verstehen, was Allah gesagt hat. Und nicht, indem man Sachen über Allah sagt, die er nicht über sich selbst gesagt hat, subhanahu wa ta'ala. Das ist einer der ganz einfachen Beispiele. Das ist für ihn einfacher, die zweite Schöpfung. Jeder würde verstehen, das bedeutet bei einem Menschen, dass das erste für ihn schwieriger war. Aber diese Schlussfolgerung ist falsch, weil man Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergleichen darf mit einem Menschen. Allah sagte, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, und ihm gehören die höchsten Eigenschaften. Weil wir gesagt haben, das Mathal auf Arabisch bedeutet zwar Gleichnis, aber kann auch bedeuten Wasf. Und Wasf bedeutet Eigenschaft oder Beschreibung. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah Al-A'raf, Surah Nummer 7, Vers 29, كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ, so wie er euch anfangs gebracht hat, werdet ihr zurückkehren. So einfach ist die Angelegenheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen und uns, wir sind Allah subhanahu wa ta'ala dankbar dafür, dass er uns diesen Iman an Allah und an den jüngsten Tag und alle anderen Säulen des Iman geschenkt hat, denn dadurch lebt man in diesem Leben zufrieden und glaubt nur jeder Mensch, dem dieser Glauben fehlt, spätestens, wenn ihm klar geworden ist, manche Leute verdrängen natürlich diesen Glauben an den jüngsten Tag, das ist klar, aber spätestens, wenn ihm klar geworden ist, dass er sterben wird, wird er sich Gedanken machen und er wird sich Sorgen machen. Manche von ihnen machen sich Sorgen bis zum Tod, das gibt es. Aber er wird niemals zufrieden sein, weil er keine Antwort hat auf das, was ihn zufriedenstellen wird. Denn zufriedenstellen wird nicht nur das, was natürlich nur eine Antwort, die eine Antwort ist auf das, wofür dich Allah erschaffen hat. Ja? Natürlich gibt es Menschen, die beantworten diese Frage, was nach dem Tod geschieht, aber sie beantworten sie falsch. Und deswegen stellt das den Menschen natürlich nicht zufrieden. Und deswegen hat sogar ein Atheist einmal zu mir gesagt, dein Vorteil ist, dass wenn du sterben wirst, wirst du beruhigt sterben. Du wirst natürlich, er weiß nicht, dass man auch Fehler macht und dass man Angst vor seinen Sünden hat, aber unabhängig davon, er sagt, du wirst wissen, was mit dir geschehen wird nach dem Tod. Du weißt, du stirbst, du wirst ins Grab gelegt, da kommen Engel, fragen dich Fragen und du hast schon die Antwort parat. Das ist alles kein Problem. Alles, was passiert, du weißt nicht, wie es passiert, du weißt, dass es passiert. Aber ich, sagte er, ich werde Angst haben. Ich werde nicht wissen, was mit mir passieren wird. Und deswegen, der Mensch sozusagen erkennt selbst an, dass er eigentlich für etwas keine Antwort hat. Und der Islam, alhamdulillah, gibt die vollkommene Antwort darüber. Und wie wir gesagt haben, die Wahrheit gibt es in manchen anderen Religionen teilweise auch. Nur der Islam verkörpert die Wahrheit vollkommen. In allen, in jeglicher Hinsicht verkörpert er die Wahrheit. Deswegen kann es sein, dass ein Christ diese Frage für sich beantwortet hat, aber eben nur teilweise. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch segnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.